Liebe Brüder und Schwestern, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Haben wir es eigentlich nicht schon verlernt, das Beten? Bitten wir Gott überhaupt? Und wenn wir ihn bitten, warum bitten wir ihn? Ist es nicht oft so, dass wir Gott zu unserem Diener machen wollen, dass wir wollen, dass er der Erfüller unserer egoistischen Wünsche ist? Kommen wir nur dann zu Gott, wenn wir etwas brauchen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir etwas nötig haben? Ja, warum bitten wir? Schauen wir hin auf Abraham in der ersten Lesung. Abraham bittet nicht für sich selbst, er bittet für die anderen. Ja, das soll auch uns bewegen. Wir sollen zuerst nicht für uns selber bitten, sondern wir sollen von der Liebe bewegt für die anderen beten. Das ist viel nötiger und viel heilsamer. Dann werden auch wir erhalten, was wir brauchen. Denn was wir anderen geben, wird auch uns geschenkt. Abraham ist ein Vorbild im Glauben für uns, Vater im Glauben. Und was Abraham kennzeichnet, ist diese große Demut und Bescheidenheit vor Gott. Er ist sich bewusst, dass er nur Staub und Asche ist. Er spricht mit Gott, er wird Freund Gottes genannt. Aber sein Herz, es ist dem Herzen Gottes ähnlich. Er wird bewegt von der Liebe, vom Mitleid mit diesen Menschen in Sodom und Gomorra. Er bittet für diese Menschen, für die Einwohner. Er tritt für sie ein vor Gott. Und man muss ja ein wenig schmunzeln, wenn man hört, wie Abraham da mit Gott verhandelt. Typisch orientalische Verhandlungsweise, könnte man denken. Ja, er handelt. Ja, und Gott lässt sich sogar ein auf diesen Handel. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Er wird nicht zornig, nicht ungehalten. Gott ärgert sich nicht. Er weist Abraham nicht ab. Er geht ein auf seine Bitten, lässt diese Anzahl der Gerechten herunterhandeln auf 10. Ja, auch Gott wird von diesem Mitleid bewegt. Gott ist ja der Gott der Liebe. Er lässt sich ein, er hört auf unsere Bitten, aber er möchte nicht der Erfüller unserer egoistischen Wünsche sein. Er möchte uns nicht das geben, was uns schadet. Er möchte nicht, dass wir diesen Geist der Liebe, der uns in der Taufe geschenkt worden ist, auslöschen. Er möchte uns ja immer mehr erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und Jesus bezeugt es, wenn wir um diesen Geist bitten, dann wird er uns geschenkt. Ja, kostbar. Kostbarer als alles andere ist dieser Geist Gottes, der uns schon in der Taufe gegeben worden ist. Denn dieser Geist, der uns durch Jesu Leiden und Sterben, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung geschenkt ist, er tilgt alle Schuld, er macht uns zu Kindern Gottes, zu wahren Söhnen und Töchtern des Vaters im Himmel. Ja, kostbarer als alle anderen Gaben ist dieser Geist Gottes, der in uns ist, der in uns wirken möchte, der uns lehrt, wie wir beten sollen, der uns befreit vom Egoismus, von diesen verkehrten Anhänglichkeiten an die materiellen Dinge,
der uns allem Bösen, aller Sünde entreißt, der auch uns zu einer Stadt Gottes macht, wie Maria. Maria wird ja die mystische Stadt Gottes genannt. Sie ist das Gegenbild zu Sodom und Gomorra, zur Stadt der Sünde und des Lasters. Ist nicht auch unsere heutige Welt manchmal an manchen Orten ein großes Sodom und Gomorra geworden, wo das Laster, die Sünde regiert, wo die Menschen sich nicht mehr kümmern um Gott, um sein Wort, um seine Gebote, ja, wo man die Sünde sogar noch verherrlicht und als etwas Wertvolles, etwas Erstrebenswertes hinstellt. Die Sünde hat ihren Preis, die Erlösung hat ihren Preis. Wir sind erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er hat den Schuldschein für uns zerrissen, wie der Apostel Paulus sagt. Er hat die Sünde getilgt, die Schuld von uns genommen. Ja, wir waren verschuldet vor Gott, weil wir alle Sünder sind. Aber Jesus hat uns gerettet und befreit, damit wir nicht zerstört werden, wie einst Sodom und Gomorra. Vielleicht kennen Sie ja, wie diese Geschichte dann weitergegangen ist. Gott geht hin, schaut, ob er 10 Gerechte findet, aber er findet sie nicht. Er findet Lot und seine Familie. Sie wird gerettet, weil sie gotteswürdig ist. Sodom und Gomorra wird zerstört. Aber Jesus möchte uns retten. Gott möchte nicht Zerstörung. Aber immer sind wir in Gefahr, wenn wir hartnäckig uns den Geboten Gottes widersetzen, wenn wir hartnäckig Gott ablehnen, in der Sünde verharren, wenn wir immer tiefer hineinsinken in diesen Schlamm, in diesen Pfuhl des Lasters, wenn wir immer mehr verfallen dem Bösen, der Gottlosigkeit, dann ist Gott manchmal gezwungen einzugreifen. Dann sehen wir sozusagen auch die Strafe Gottes auf uns. Ja, schreckliche Dinge passieren. Schreit nicht das Blut der ungeborenen Kinder, dieser Millionen getöteten Kinder im Mutterschoß zum Himmel? Die Gender-Ideologie, wo die Grenzen zwischen Mann und Frau aufgehoben werden wollen, wo man leugnet, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, wo man homosexuelle Beziehungen, Partnerschaften einfordert, sie sogar der Ehe gleichstellen möchte, wo homosexuelle Paare ja das Adoptionsrecht fordern, Kinder fordern. Auch das ist Sünde, ist wieder die Natur, wieder dem, was Gott geschaffen, gedacht, für uns geplant hat. Aber Jesus, er schenkt Vergebung aller Schuld. Er ist unser Retter und Erlöser. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist lehrt uns zu rufen, aber Vater, ja, er lehrt uns zu sprechen, Vater unser, der du bist im Himmel. Ja, und die erste Bitte soll sein, dein Name werde geheiligt. Bitten wir, dass Gottes Name verherrlicht, geheiligt wird, dass sein Reich kommt. Es ist ein Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Wo Gottes Reich nicht ist, da ist Zerstörung, da ist Krieg, da ist Terror, da ist Gewalt und Hass. Ja, bitten wir heute erneut, dass Gottes Reich kommt, dass der Herr alles Böse überwindet, dass Friede werde auf Erden, dass die Menschen, die verblendet sind vom Hass, die auf Gewalt vertrauen, die Gnade erhalten, umzukehren, umkehren zu können.
bitten wir vereint mit Maria. Sie ist die Königin des Friedens. Sie ist die Mutter der Kirche, der Glaubenden. Sie ist frei von jedem Makel der Sünde, von jeder Schuld. In ihm ist schon das Reich Gottes Wirklichkeit geworden. Vereint mit ihr dürfen wir mit allen Heiligen bitten, ja mit allen Gliedern des mystischen Leibes der Kirche, mit allen Getauften. Herr, dein Reich komme. Vater, dein Name werde verherrlicht, geheiligt. Dann können wir nicht nur bitten, sondern zuerst auch danken für all die vielen Dinge, die Gott, der Vater, uns jeden Tag schenkt, die wir so selbstverständlich entgegennehmen. Ist nicht jeder neue Tag, den wir erleben, ein Geschenk, wenn die Sonne aufgeht, wenn wir in Frieden leben können, wenn wir das nötige Brot, die nötige Nahrung haben, ja alles, was wir zum Leben brauchen. Ja, danken wir dem Herrn, unserem Schöpfer, unserem Vater, dass er uns jeden Tag so überreich beschenkt mit seinen guten Gaben, dass wir jetzt in Frieden Gottesdienst feiern können. In vielen Ländern, gerade in Syrien, in Aleppo, wo auch Franziskaner sind, müssen die Menschen Angst haben, wenn sie zum Gottesdienst kommen, wenn sie in die Kirche gehen, wenn sie die heilige Messe feiern. Angst vor Gewalt und Terror. Wir dürfen in Frieden leben. Wir dürfen Gott danken. Wir dürfen froh sein, dass wir in diesem Land leben können. Möge der Herr uns neu seine Gnade schenken, seinen Geist, seine Kraft, seinen Segen. Amen.